Chopper, down, down. Sniper, top of the tower. We're good. Just spotted one with submachine guns. Got another tango. Helicopter, get down. Sniper up in the tower. I'm getting a position. I need to get to a better position. Target acquired. Target acquired. I asked the rebels to recon the area for us. That tango's down. Hey, an Unidad soldier. On the bridge.
no anda al pedo. Ya quiere mamarse. Heads up, hostiles in the area. We got hostiles in the area. All right, we're good. Target carrying submachine guns. Drone is airborne. We got a grunt all by his lonesome. Signal's all bad. Right by jamming the drone. Roger. Moving to a good sight line. Roger that. Target marked. Target marked. Sniper, moving top to of a the better tower. Position. Ready to fire. Got him, he's down. Okay.
Don't need that chopper. Stay. Hit the dirt. We need that patrol approaching. So, let's try this again. Hallo allerseits und nochmal guten Abend. Ich habe gerade festgestellt, dass mein Mikrofon sich irgendwie verabschiedet hatte. Vielleicht kann man mich jetzt besser hören. So, once more, greetings to Icky, hoping to pronounce that correctly. And special greetings also to Geronimo Alpha. Thank you for joining again. And I really hope my English isn't all too bad. I'm commenting in German, usually, but I guess few words in English will be okay for me so far. Icky. Okay. Icky, okay. So, jetzt wie gesagt, schauen wir hier mal, ob wir das Ding hier heil rausbekommen. Ah ne, halt. Wir müssen das blöde Ding hier natürlich aus dem Weg räumen, sonst kommen wir sowieso nicht weit. Und ich sehe gerade den blinden Scharfschützen hier. Sollten wir vielleicht auch noch wegräumen. Gut, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Aber das... Ja, das war schon mal okay. Gerade noch so davon gekommen, also okay, das war jetzt schon mal eng. Sollte so eigentlich nicht sein. Jetzt... muss ich mal kurz meine schlaue Karte gucken, die der Kollege mir geschickt hat, wo man denn hier... jetzt hier, probier es doch einfach mal hier, das sieht doch gut aus. So guys, where are you from? Don't know that, so maybe you can tell me, how does this actually work? I really don't know. So funktioniert das. Open fire. Oder auch nicht. Also zumindest in der Theorie. Okay. Das ist natürlich wieder gleich kaputt gemacht. Hey, das gibt ja wirklich gut EP. I'm going to switch right now between English and German as far as I can. Because, you know, usually I don't speak English while commentating. I can speak English, but I guess I can understand better than I can speak. But I guess it will be okay for this. Ja, ich habe gerade gesagt, ich habe jetzt hier ein paar nette Leute, die ich schon ein bisschen länger kenne hier auf YouTube, die sind allerdings englischsprachig und deswegen, ja, switche ich hier immer so ein bisschen hin und her, so gut wie es denn eben geht. What the hell? You just hit a civilian.
French and American, okay. So at least you're both allies. At least, I guess. At least you were allies before Trump times. Mal gucken, ob wir hier irgendwo mal kurz sicher landen könnten. Aber es sieht nicht so aus, ich würde nämlich gerne mal den Konvoi da unten plündern. Aber das wird interessant hier, so wie ich das schon wieder sehe. Da runterkommen, denn ich würde mir den Konvoi gerne holen, aber ja, das lief ja gut. Bin erstaunlich weit gekommen, also 5 Meter waren es bestimmt. Wo hängen diese Affen denn jetzt schon wieder rum hier? Ah ja. I asked the rebels to do a recon of the area. Clear on my side. Okay. Einmal muss man immer über den Haufen geschossen werden, egal was man tut. Okay. Jesus fucking Christ. Sending the location of the food truck to the rebels for pickup. So. Der Trump who sold the world. This is great. Guess you're right. Sadly, you're right. Usually I don't want to comment other countries' politics and... But in this case, I have to say your current president is just strange, to say the least. But I guess you know what I mean. Oh no, 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 no! Fucking hell. Komm ich jetzt hier vorbei? Ich muss das irgendwie anders anstellen.
A fucktard. This is a nice word, you know. A fucktard. Awesome. A fucktard. Yeah. Maybe this could be the word of the day, I guess. Fucktard. This sounds great. It reminds me a bit of, you know, fuckboy. Fuckboy. Good old fuckboy. It was so fucking funny back then when I heard, when I saw his videos the first time and he shouted fuckboy every 2 seconds. And that was really funny back then. So, eigentlich wollten wir uns ja jetzt hier auch ein bisschen Streit suchen. Irgendwie mit den Zielen. Klappt irgendwie noch nicht so richtig. Ich weiß noch nicht genau irgendwie. Klappt das jetzt mit dem Lock nicht? Nicht so genau warum. Sehr schräg, eben hat er das eigentlich nicht gemacht. Okay. And every time you don't need any enemies, when you're when shit hits the fan and you don't need any more enemies, you can promise there will be enemies. They come from all holes and fuck you in your ass. And if you're searching for enemies because you want to farm XP, there will be no enemies. They will be all gone or hiding or whatever. Oh. Das ist jetzt auch ein bisschen verwirrend hier mit dem Englisch-Deutsch immer hin und her. Und ich wette, das klingt auch ziemlich wirr. Egal. Ja, wie gesagt, also wenn man wirklich mal keine Gegner braucht, kommen sie aus allen Löchern. Und jetzt in dem Falle, wo ich gerne mal ein paar hätte, kommt hier keiner. Hm. Das war jetzt auch so nicht geplant. Schon. Was hat denn hier mein Konvoi ab?
Den würde ich ja schon gerne behalten. Wer nervt denn hier wieder so rum? So, Freunde. Dürfte ich mal kurz? So. So, wie sieht's denn aus? Okay, das war wohl auch nicht geplant. Was treibt der denn? Gut, bist du nicht willig, so gebrauche ich Gewalt. You just killed a civilian, blah 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 blah. What the fuck? What the fuck? You're just kidding me. Civilian casualties? What the hell are these motherfuckers doing down there, flying rockets around their heads? Oh, Jesus fucking Christ. Oh, das kann jetzt aber nicht ernst gemeint sein. Oh, fuck, ey. Can't be serious, really. And just imagine you're a civilian and you're driving down the road and then you see a guy firing rockets around. And so what do? Yeah, you run into the rockets. Yeah. How would not? Everybody would do that, you know? Sometimes I hate this fucking bullshit game for exactly this bullshit. I get punished because of bad programmed civilians. This is bullshit. Yeah. Fucking fuckboys. Fuckboys! Just fucking fuckboy civilians. I tell you what about civilians. I'm gonna kill more of them. Much. More of them, motherfuckers. I'm really pissed right now. So, this is what I think of civilians. Come on. Yeah, this is for you, civilian. Fuck boy. Who's next? Come on. Yeah, fuck boy. Yeah. Gonna kill some rebels, come on. Yeah, rebel killed. Gotta calm down. This shits me off, this bullshit. Civilian casualties. Yes. Helo's destroyed. Guys, all good. Damn, I love this job.
drone is up. I asked the rebels to recon the area for us. Shit, he knows he's taking fire. Big bad motherfucking gangsters. Come on. Bam. Fuck boy. Just fuck boy. There's a truck full of medical supplies in that convoy. I'm sure the rebels could use some of that. I asked the rebels to do a recon of the area. Oh, come on, dude. Come on! And let them know where they can find these meds. This will get a lot of them back in action. Tja. Ja, ich habe es ja anfangs schon erwähnt, das ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Bug hier. Die Missions-XP werden nicht zurückgesetzt. Das bedeutet, dass ich meine Standardmission einfach nicht mehr abfarmen kann, weil ich trotz Level Up zum Beispiel für das hier nur 226 XP bekomme. Und ja, für das nächste Tierlevel allerdings schon 93.000 brauche. Und selbst ohne den Bug ist es mittlerweile schon wirklich so grenzwertig nervig, damit ich überhaupt nicht weiß, ob ich den Mist überhaupt noch weiter durchziehe. Mit dem Bug jetzt, ja, das ist extrem ärgerlich, also wirklich extrem ärgerlich. Ich habe auch keine Ahnung, wie man jetzt so viel XP machen soll in einer vernünftigen Zeit, ohne tagelang da dran zu hängen. Also, ja, das ist halt das typische Problem mit dem Spiel. Man hasst es, man liebt es. Jetzt hasse ich es gerade wieder.
Na gut. Dann mal wieder zwischendurch was Entspannendes. Gehen einfach zu meinem Lieblings Sniper-Nest quasi und ja. Und erschießen da einfach mal ein paar Sicarios. Aber so wie der Abend bis jetzt läuft, geht das garantiert auch in die Hose. Schauen wir mal. In the area, stay frosty. Deploying drone. Sniper out there. I see a second target. Tango number three. I got a target carrying submachine guns. Marking a captain. They got alarms rigged up. I got eyes on the sniper. Just spotted one with submachine guns. Ten sighted. Marking a tango. He's close to that local. I got a target carrying submachine guns. Sniper out there. That's 15. Just spotted one with submachine guns. Unidad bird approaching. Stay down. Enemy marked. 20. Almost a platoon. A target carrying submachine guns. They got a generator over here. Want to shut off their lights? I've got eyes on the captain. Just spotted one with submachine guns. I got eyes on the sniper. Target carrying submachine guns. That's the alarms. Reinforcements won't be flying in. Extrem nervig, wenn das Wetter hier so neblig ist. Ja. Hast du jetzt gehört? Nee. Nee. Ja, wenn das Wetter hier so neblig ist, wo ich jetzt schlecht hier so sehen kann und das Nachtsichtgerät genauso wenig benutzen kann, das ist immer so ein bisschen tricky hier.
Jetzt bin ich momentan auch immer überlegen. Ich habe ja das M4 aufgelevelt auf Max. Klar, weil ich das eigentlich immer benutze. Jetzt weiß ich aber nicht so genau, welche zweite Waffe ich dann aufrüsten soll. Rein von der Benutzung her wäre es dann das Mark 14 natürlich, weil ich das eigentlich auch immer benutze. Aber ja, im Tiermodus ist das schadensmäßig halt einfach leider ein bisschen wenig, zumindest wenn man engaged ist. Ja, da muss ich jetzt noch so ein bisschen überlegen, welche Waffe. Scharfschützengewehre aufrüsten finde ich generell in dem Spiel Quatsch, weil einerseits das Sniping einfach beschissen ist, zweitens, weil wenn man engaged wird, meiner Meinung nach, oder zumindest ich persönlich, kann dann damit einfach nichts mehr anfangen. Dann brauche ich mein Sturmgewehr oder ja, Maschinengewehr, irgendwas in der Richtung. Das war leicht. Jetzt aber. Ja, und dann stelle ich mir eben die Frage, was soll ich benutzen, welche Waffen werde ich aufrüsten. Ich überlege, ob ich den Scorpion vielleicht benutze, aber. Immerhin farmt man sich ja hier regelrecht den Arschwund für die Ressourcen. Da muss man schon wirklich extrem viele Konvois überfallen, was jetzt nicht sonderlich schwer ist, aber wie der ganze Rest auch halt einfach unheimlich langweilig irgendwann. Und da muss man sich dann auch schon gut überlegen, wofür man die Ressourcen ausgeben will. Theoretisch würde ich vermutlich auch einfach hier ganz normal mit dem M4 und dem Mark 14 bis zum Ende durchkommen und müsste gar keins mehr aufwerten. Ein Sturmgewehr auf Level 30 reicht eigentlich. Zumindest in der Theorie. Ja, das ist jetzt eben auch so der Grund, warum das Mark 14 auch so mag. Zum einen hat es einen extrem guten Bullet Drop. Also da sind, da gibt es Gewehre, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, da hat man das Gefühl, die Kugel fällt einfach vorne aus dem Lauf raus. Und man möchte fast noch eine Scheibe Brot hinterher werfen, damit es nicht verhungert. Und das Mark 14 hat einfach ja, einen super Bullet Drop, finde ich. Also mit einem der besten. Und was haben die Jungs jetzt hier vor? Deswegen benutze ich es zumindest so lange, wie ich unentdeckt bleibe, weil hinterher ja, ist es schadenstechnisch leider zu wenig, wie man jetzt hier auch sieht. Und davon abgesehen, dass ich mich getroffen habe. So, und dann switche ich normalerweise, ja, theoretisch auf den Scorpion. Aber irgendwie könnte ich auch mal das G2 nochmal probieren, weil ich das eigentlich sehr mag. Will es nur nicht so erschreckend wenig Schaden machen. Das war mal eine coole Art, auf den Kopfschuss zu reagieren. Man dreht sich einfach um und guckt, wo das herkam. Vielleicht mal eine Idee für Hollywood. Wow. Das war eine schnelle Truppe. Na gut.
mehr zum Springen. Auch gut. Okay, we're still good. Getting a position. Let me find a good position. Ah, shit, we've been spotted. I got it. Moving to position acquired. Ready. Call the shot. Taking a shot. Tango down. Jesus. To position. Let me get a good sight line. Got the target. Target acquired. Standing by. Enemy down. Tja. Wo ist der Rest vom Schützenfest? Er hat die Ruhe hier weg. Er ist cool. Explosion, Blut, Tote, Schüsse. Ah, er spielt Fußball hier. Er ist cool. Rebels to recon the area for us. Getting a position. I've got the target. Got it, he's down. The rebels to do a recon of the area.
rebels to recon the area for us. Ich finde die ganze Sache hier wieder eigentlich unnötig spannend, wenn man das normalerweise, wenn man sich nicht so dumm anstellt wie ich gerade, schön ordentlich wegsnipern kann. Aber gut, da haben wir auch ein bisschen Abwechslung. Was natürlich cool wäre, wenn wir in dieses Hauptgebäude reinkommen und uns da verschanzen können und die noch ordentlich Verstärkung schicken würden, dann könnten wir nämlich hier wieder ordentlich. Glaube, die lassen sich da nicht so ohne weiteres weglaufen. Hier haben wir einen hier. Einen hier. Da haben wir noch einen. Braschu. Fuck it. Ja, ich glaube, weil da wird jetzt keine großen Verstärkungen mehr kommen, vermutlich. Dafür haben wir es dann doch schon zu sehr ausgedünnt. Manchmal funktioniert das hier ganz gut. Kann man sich recht gut eingraben. Wenn wir Glück haben. Wäre ich jetzt über die Mine drüber gelaufen? Placing a mine over here. I asked the rebels to do a recon of the area. Keine Ahnung, wer das Ding jetzt hochgejagt hat. So. Will jetzt nicht mal irgendeine Patrouille vorbeikommen oder so? Natürlich nicht, wie immer. I asked the rebels to recon the area for us. Wo sitzt denn jetzt hier noch so ein Fuzzi? Irgendwo muss ja noch einer sein. The drone is up. Hm.
the rebels to do a recon of the area. Tja, jetzt wieder die Frage, wo hockt diese letzte Spinne noch rum? Interessant. I asked the rebels to recon the area for us. Das gibt's ja nicht. Genau, was jetzt passiert. Jetzt laufe ich nämlich raus und werde über den Haufen geschossen, weil er irgendwo direkt vor mir auftaucht. Wie üblich. The rebels to do a recon of the area. Gibt's doch gar nicht. Ich hör die das sogar schnacken, die Typen. Naja, machen wir was anderes. Eigentlich hasse ich dieses blöde Desert Tech HTI, weil es einfach, naja, dafür ist ein bisschen lächerlich, generell lächerlich, dass man hier Autos und Helikopter mit einem Schuss, aber irgendwann ist einem das auch egal, wenn man zum 100.000. Mal das gleiche macht, dann will man einfach nur noch, dass es schnell geht. Gezielt habe ich auch schon mal besser. Das klappt heute auch irgendwie nicht so. Na, gehen wir hin. Jesus, was ist denn los heute? Nicht mal die Hälfte von dem Level
Das ist einfach so übel mit diesem bescheuerten Bug. Da sitze ich in 3 Tagen noch dran. Wo fährt er denn jetzt hin? Oh Leute! Oh, warum fahren die denn jetzt da vorne hin? Okay. Keine Ahnung, was passiert ist, aber es sah gut aus. Oh, come on. Escort car destroyed. Took out the helo. Nun gut. There's a truck full of medical supplies in that convoy. I'm sure the rebels could use some of that. Good work. I'll ping the rebels and let them know where they can pick up their meds. Was haben wir denn da jetzt zusammen? Sieht ja schon wieder nett aus hier. So, was machen wir denn jetzt? Ist bestimmt auch nicht resettet. Natürlich nicht. Boah, Mann, ist das ärgerlich.
Yeah, compa. Shit, we got company. Clear. How you guys holding up? Es gibt so Tage, da möchte man wirklich einfach nur scheiße schreien. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Oh Mann. Manchmal fallen diese Scheiß-Konvois auseinander, wenn du sie nur anguckst. Beim nächsten Mal kannst du draufbolzen mit Kaliber 50 und sie fahren dir einfach vor.
vor der Nase davon. Es ist ja so unglaublich nervig manchmal, dieses Spiel, und so inkonsistent und immer glücksbasiert, was gerade passiert. Passiert das, was 500 Mal davor passiert ist? Oder passiert es heute nicht? Das ist einfach, das ist wirklich grauenvoll. Grauenvoll. Ich weiß nicht, was da war. Naja, wie auch immer. Von der schnellen Truppe hier, die Jungs, du. Get ready, fire. Roger. That LT's getting away. We're in trouble. Get down. Oh, Jesus fucking Christ. Also, eins weiß ich, so sicher wie es Amen in der Kirche, wenn ich irgendwann, also gesetzt den Fall, ich bringe die Geduld auf, diesen Scheiß-Tier-Modus zu Ende zu spielen. Tango Mark, but he's got something nearby. Weil ich es als erstes, wenn ich den Mist hier fertig habe, auf Arcade stellen und eine Stunde lang einfach nur alles und jeden über den Haufen schießen. Wie viele Leute hatten die denn hier in diesem Scheiß kommen wollen? Das gibt's ja gar nicht. Oh je. The drone is up. I asked the rebels to do a recon of the area.
te voy a dar, hijo de puta, te voy a dar. Y de ahí no salgo vivo. Me culean y luego me matan. Él me pegó. Here's target number 5. Their ult is escaping. Watch your step, these guys know something's up. Alert's over, let's get back to work. I called the rebels for mortar fire. Und wo genau laufen die Idioten jetzt hier hin? Auf die eine oder andere Art und Weise ist heute da wirklich dermaßen der Wurm drin. Was tun die da? Escort has been destroyed. Escort vehicle is destroyed. Movement on the road. Got eyes on the cartel food truck and escorts. Looks like a recent one convoy. The lieutenant's on the run. What the fuck? Getting a position. Target acquired. Standing. Engage targets. Wenn du glaubst, in dem Spiel, du hast schon jeden Müll gesehen, passiert sowas. Unfassbar. Clear over here. Say the word. Food secure. The rebels can send a team in later to retrieve it. Let's go. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Choose your combat vehicle. The keys are inside. Let's go. Two. Zeit für einen kleinen Amoklauf.
Ready? Open fire. I copy. Und ab geht's. I'm shooting these fuckers. Bam! Ist ja doch zu was zu gebrauchen. These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. Thank you.
Tja, irgendwie klappt auch das Konvoi-Farmen heute nicht so wirklich. Sehr seltsame Respawn oder. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu müde mittlerweile, deswegen würde ich sagen, wir machen hier auch für heute mal Feierabend. Danke an alle, die dabei waren, die zugeguckt haben und kommentiert haben. Und wenn ich mich nicht vorher schon zugrunde geärgert habe wegen dem Spiel hier, sehen wir uns demnächst wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, ciao.